So, und dich will ich haben. Was ist denn hier schon wieder los? Warum sind die denn so in Aufruhr? So. Filmrolle. Crashkurs. So, machen wir den Film an. Ich habe keine Ahnung, was es jetzt gebracht hat. Aber erstmal heilen wir uns. Wo seid ihr? Gehen Sie nach Hause und schließen Sie die Tür. Mach ich. So, hier können wir uns wenigstens ungesehen bewegen. Seht mal da drüben nach. Das ist doch sinnlos. Ah, ich habe vergessen, was da hier stand. Ah, die Leitung geht hier lang. Jetzt ist nicht die Zeit für Spielchen. Gehen Sie nach Hause. Ja, mach ich doch. Ah, wo zum Teufel ist er? Wir müssen ihn finden. Gegend ist sauber. Keine Spur von ihm. So. So. Jetzt müssten wir auch in den Fahrstuhl reinkommen können. Als Portier. Ach, Auszug zu öffnen. Zur Glück. Hallo? Ach, der Fahrstuhl kommt. Super. Bing. Knopf drücken. Tschö. Hätten wir das auch geschafft. Dexter, er hat die Kamera am Lift deaktiviert. Kommt zu uns. Jawohl. Es heißt zwar, Reichtum kann eine Bürde sein, aber ich bin bereit, sie auf mich zu nehmen. Heilige Scheiße! Da ist so unheimlich viel Kohle in diesem Koffer drin. Und die gehört uns? Nein, die gehört mir! Ihr klappt den Lippenstift. Verdammt, ist das viel Geld! Ja. Was? Mist! Verarschst du mich etwa? Wieso wurde der Kerl noch nicht umgelenkt? Verdammt nochmal! Der Typ muss sterben, und zwar jetzt! Leg ihn um! Hast du das endlich kapiert? Kriegt ihr das hin? Nein, natürlich nicht, weil ihr verdammte Schlappschwänze seid! Ich kann doch nicht immer alles selber machen! Ganz ruhig, Baby. So auf den Sack. Alles gut, Baby. Nein, das ist es nicht. Der Oberwichser will unbedingt meinen Arsch! Herrgott nochmal! Leila hat etwas, das wirkt bei jedem Mann. Ja, davon bin ich überzeugt. Du machst das schon. Komm, Engelchen, geh mir. Ich vertraue dir. Alles klar. Sie ist wohl unser nächster Ziel. Fällt auch überhaupt nicht auf, wie ich da mit der Waffe stehe. Nummer 55 im 22. Stock, sondern Nummer 22, nee, Nummer 25, Nummer 55 im zweiten Stock. Oh, nee. Was ist los mit mir, hä? Ist das eine Leseschwäche? Oh, Mann. Oder bin ich einfach nur blöd? Vermutlich bin ich einfach nur blöd, das sagt nämlich meine Mom immer. Denken Sie, ich sollte mich testen lassen? Ich weiß nicht, geht das eigentlich? Hey, Mann, Sie haben ja eine Knarre.
Oh, wie cool ist das denn? Hey, das ist nur der Sushi-Typ. Wer hat Sushi bestellt? Miss Stockton schon. Herrgott, nimm das Sushi und bring es zu Miss Stockton. Und fass da drin nichts an. So. Ich bin's. Ja, wir haben gerade einen Flugzeug umgelegt. Ja, sonst war da niemand drin. Ja, checkt eure Server. Macht euren verdammten Job und schickt mir beim nächsten Mal echte Informationen. Alter Falter, ich hab mich schon gewundert, wie wir da rauskommen. Ah, Moment, weg hier können wir auch lang. Obwohl, den Sushi-Boten, den will ich eigentlich haben. Ich weiß gar nicht, ist die Tür zu oder offen? Alter Falter. Die scheiß Uniform haben. Ach, die können wir gar nicht haben, scheiße. Kommen wir jetzt wieder hier hoch? Alter, Glück gehabt. Mist, ich dachte, wir können uns die Sushi-Boten-Uniform schnappen. Aber das hat wohl nicht so geklappt, wie ich wollte. Ich habe jetzt noch ein bisschen Angst, dass der andere Fahrstuhl jetzt hier hochkommt. So. Ups. Layla gefunden. Er bewacht den Fahrstuhl. Alleine? Ne, da vorne stehen noch zwei. Paar neue Waffen da oben. Hey, 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 warte mal! Ich habe Befehl, alle Räume zu checken. Mr. Dexter will nicht, dass hier jemand reinkommt, Mann. Wie sollen wir alle Räume sichern, wenn... Haha, wie geil. Das habe ich nämlich auf dem Video mal gesehen, dass der so stand, wie er jetzt hier stand. Zielperson ist verkleidet. Gut, gut. Kleine Überraschung für dich, Schätzchen. So, wo kommen wir denn hier lang? Ich glaube nicht da, wo wir hin wollen. So. Och, Katana. Das ist eine Waffe für mich.
So, wo verstecken wir euch beiden Hübschen denn? Ist das ein Versteck hier vorne? Nee. Ah. Alter Falter. So, sie läuft also immer im Kreis. Blöde Kuh. Ach ja. Das heißt, wenn wir die beiden Leichen jetzt ein wenig loswerden, könnte das vielleicht funktionieren. Nur die sehen uns nicht. Wie hier als Rüstungstyp. Die Leichen wegschleppe. So. So, wo ist denn jetzt die letzte Leiche da vorne? So. Ups. Hier ganz kurz mal die Verkleidung wechseln, damit ich die freigeschaltet habe. So. Ich hoffe, der sieht uns noch immer nicht. Sehr schön. Hier zu deinem Kumpel. Da hinten ist auch eine schicke Waffe. Dieses Feuer könnte etwas aggressiver sein, finde ich auch. So, da haben wir jetzt eine vernünftige Knarre. Das Anwesen gefällt mir wohl schon. Sie läuft da noch rum. Wie eine Leiche gefunden. Verstecken wir uns mal. Ach, da vorne ist auch noch so eine scheiß Kiste. Mist. Der Nonne werden sollen. Dafür fick ich zu gerne. Wie geil. Sie kommt aber schon wieder auf uns zu. Was geht da ab? Hey, komm mit! Wir haben da ein Problem! Zum Glück fällt das überhaupt nicht auf, dass hier Waffen rumliegen. So. Alle mal herhören. Das könnte 47 sein. Er ist wie ein Geist. Er wird alles tun, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Ablenkungsmanöver, Köder, alles. Schießt auf alles. Wir läuft jetzt hier lang. Los jetzt. Verstanden. Okay, Doki. Was macht sie denn jetzt? Verteilt euch und sucht nach ihm. Falsche Taste.
So. Ah, sie geht weg, das ist gut. Die anderen beiden schmeißen wir da vorne einfach rein. Ach. Oh oh. Oh oh, schmeißen da rein, schmeißen da rein. Ach komm, dann machen wir die beiden auch noch. So. Den Panic Room finden. So, die lasse ich jetzt einfach mal liegen. Aber vorher hole ich mir noch die coole Uniform hier. Mach das. Sexy und. Oh, hübsche Waffe. Fabrikmodell einschalten. Ihr Jungs seid wie Krähen. Der ja. Tod folgt euch auf Schritt und Tritt. Da ist der Panic Room. Hey. So, hier sind wir, glaube ich, in Panic Room. Gefällt mir. Ans Telefon gehen. Leila, schwing deinen Arsch her. Wir gehen. Und du, rein mit dir in den Helikopter. Ich werde dich Atom für Atom zerlegen und züchten wie ein Preisbullen. Nun schau doch nicht so, Mädchen. Immerhin kommst du aus dem Reagenzglas. Mein Labor. Ach, zu Hause? Oh, jetzt sag bloß, das wusstest du nicht. Du bist ja wirklich niedlich. Du Mistkerl! Fass mich nicht an! Jawoll! Die ist fast so gut wie ich. Was du den ganzen Ärger wert. Los, schaff's in den Helikopter! Ja, die ist fast so gut wie ich. So, wir haben uns einen Haufen Mist gemacht, aber das hat Bock gemacht, die Mission. Ja, sonst haben wir hier nicht viel gekriegt. Ah, schon wieder ein Scharfschützengewehr. Den Klempner haben wir jetzt nicht bekommen, ich dachte, den hätten wir. Aber sonst haben wir, glaube ich, alle bekommen, ja. Okidoki, dann bis zur nächsten Folge von Hitman Absolution.